So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Harry Potter und der Feuerkelch. Wir waren am 6.9. das letzte Mal da. Jetzt haben wir den, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, den 13.10. Auch noch einen Freitag, den 13. Das kann ja nur heiter werden. Aber wir lassen uns davon nicht abschrecken. Ich habe gerade Weihnachtsmusik gehört. Ich bin sehr gut drauf, unter anderem dieses Maliki Maka. Ich habe keine Ahnung, wie es heißt. Maliki Maka is a thing to say on a bright Hawaiian Christmas Day. Aber das ist für mich das ultimative gute Laune Weihnachtslied. Und genau das habe ich eben gehört. Und jetzt kann eigentlich gar nichts mehr schief gehen, okay? So, wir möchten gerne... warte mal, ganz kurz. War gerade die erste... Das erste war ausgegraut, kann das sein? Guten Abend, @pumaloco1337. Schön, dass du da bist. Verteidigung gegen die dunklen Künste haben wir abgeschlossen. Ach, das ist ja mal gut zu wissen, ne? Dass wir, dass die Gebiete ausgegraut werden, wenn du da nichts mehr zu holen hast, sozusagen. Also ich hoffe, dass das so ist. Ich weiß nicht, ob das sonst nur so, weil das das Tutorial war, sonst ausgegraut ist. I don't know. Auf jeden Fall weiß ich, ich bin heute gut vorbereitet, ich weiß nämlich, dass wir letztes Mal im Badezimmer der Vertrauensschüler waren und dass es da eigentlich ziemlich cool war. Und eigentlich wollte ich gerne Kräuterkunde machen, weil ich glaube, uns das einige Wege freischaltet. Also auf jeden Fall einige Schilde besorgen würde, glaube ich. Ich weiß nicht, eigentlich würde ich gerne hier weitermachen. Aber da waren wir ja letzten Part schon, deswegen für ein bisschen Abwechslung würde ich kurz mal eben schauen, ob wir vielleicht uns nochmal an Moodys Herausforderung trauen. Mal gucken, ob wir denn sonst schon was freigeschaltet haben. So, das hatten wir schon. Hey, du, hallo, @darkskuroi. Meine Woche war sehr gut eigentlich. Ja, doch. Ach, schade. Explodierende Kessel sind gesperrt. Ich glaube, das wäre eine richtig gute Herausforderung. Auf die freue ich mich nämlich, ne? Weil Kessel explodieren lassen kann ich, glaube ich, gut. Und nachher ist es wieder etwas richtig Abgedrehtes, wo niemand durchblickt. So, okay. Das heißt, wir müssen doch wohl wieder in den verbotenen Wald. Oder, ich weiß nicht, ob wir hier nochmal hingucken, ob es hier noch was zu holen gibt. I don't know. Ah, ich glaube potenziell eher im verbotenen Wald. Andererseits wäre ja das hier eigentlich auch ausgegraut. Wenn, also ich meine, das haben wir ja auch schon geschafft. Da gibt es ja auch nichts mehr zu holen. Da könnte ich ja höchstens noch bessere Zeiten fliegen und so. Aber wenn es dafür trimagische Schilde gibt, dann weiß ich auch nicht. Dann gehe ich mich begraben. Ich bin so schnell geflogen wie... Weiß ich nicht. Und ich habe immer Silber bekommen. Okay, ja, wo gehen wir denn hin? Oder gucken wir hier nochmal hin? Hier waren wir halt schon lange nicht mehr, ne? Ach komm, wir gucken mal ins Hogwarts-Gelände vielleicht. Vielleicht finden wir ja hier noch irgendwo ein Schild. So, wir fangen wie immer mit unserem Horny an. Mit dem Gutsten. So, bitte. Egal, es passt schon. Ich vertraue dem Spiel da komplett. Was sollte auch schief gehen? ja, so gucken wir mal. Wieder zurück, was? Wieder zurück. Euch fehlen noch einige Schilde. Tatsächlich. Ich bin stolz auf mich. Ich habe mal nicht mit WASD angefangen. Wow. So, muss nur noch gucken. Die X-Taste war die Fluchtaste. Ich weiß halt gar nicht, wo wir potenziell mal noch hingehen können. Weil wir waren ja halt schon überall, ne? Quasi. Naja, mal gucken, ob wir noch was finden. Auf jeden Fall waren wir da unten halt überall schon. Ich meine, hier oben... Waren wir auch schon? Irgendjemand klettert gerade auf Blöcke. Waren wir da oben schon? Ich glaube, wir waren da schon. Ich weiß es nicht. Wie ein Viktor Krumm geflogen. Besser. Besser als Viktor Krumm. So, Moment. Entschuldigung. Hermine, du machst es mal wieder toll. Großartig. So, guck mal, so funktioniert das viel besser. Kombizauber, ausgezeichnet. Hermine ist gestorben. Oh, nee. So. Ach komm, was ist denn jetzt so schwierig daran? Ich würde doch einfach nur gerne diesen Würfel dahin packen. Vielen Dank. So. Nein, der bleibt da. Irgendein von den anderen, bitte. Ja, gut. So, irgendwo da steht Ron. Ich weiß es. Vielleicht erwischen wir ihn nicht. Ron, du machst das ganz toll. Du bist
Mein Mann. So. Moment, können wir den hier irgendwie so platzieren, dass wir da auch gleich bestenfalls noch hochkommen? Ich glaube, das könnte funktionieren. Gucken wir einfach mal, ob es hier oben noch irgendwas zu holen gibt. Ja? Nein? Nicht? Oh, das wäre jetzt so einfach gewesen. Als ob man da nicht hochkommt. Da kann man sich festhalten. Moment. Wingardium Leviosa. Da machen wir das anders. Nee, so weit weg wollte ich ihn nicht haben. Ja, da kommt man wohl rüber. Hoffe ich doch. Wenn sie darüber springen können, dann kommt man wohl darüber, glaube ich, so. Entschuldigung. Hoch! Hoch damit! Haben wir das doch da jetzt reingemacht eigentlich? Ich glaube schon, oder? War das gerade schon da? Ich weiß es nicht. Wenn ja, dann tut's mir leid. Kann man da runter? Manchmal wundert man sich ja. Oh! Es geht ziemlich weit nach unten, nicht wahr? Es geht ziemlich weit nach unten, aber das war's halt auch. Kann man hier irgendwas tun? Hat das irgendeine Bewandtnis, dass man hier hin kann? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ja, nein, anscheinend nicht. So, guck mal. Warte. Wir schaffen das. Wir müssen... Ja, da hoch. Ich glaube, da war... Wir waren hier schon. Ach, Harry. Jetzt komme ich hier nicht mehr raus. So, Ron, bitte, bitte, bleib da oben. Ach, Hermine. Die bewegen sich einfach auch, als wären es so Schaumstoffklötzchen oder so. Eine Drochenstatue. Und die haben wir aber, glaube ich, auch schon mitgenommen. Ja, haben wir. So, ich weiß ja nicht, ob die anderen beiden noch nachkommen, aber ich gehe jetzt. Ich glaube, wir waren schon hier oben und dann war hier... Oh. Ah ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, war hier oben nicht dieser trimagische Schild? Ich weiß es nicht. Also anscheinend ja nicht. Sehr anstrengend, da runter zu springen. So. Sieht super stabil aus, also die Kisten. Ja, super, ne? Also wirklich, ich finde, die bewegen sich halt nicht wie Steine. Oh, den haben wir noch nicht, oder? Ah, doch, haben wir schon. Die bewegen sich halt nicht wie Steine, sondern halt wirklich eher wie solche Moosgummiklötze, solche Schaumstoffdinger, die man so zusammendrücken kann. Ja, ich weiß nicht, ob es hier noch was gibt. Also ich weiß halt, dass es hier noch ein Schild gibt. Da braucht man aber halt auch diese Seerosen, Dingen. Na. Dass man... Nun. Dass man über diesen Teich da gehen kann und so. Ja, wir gucken halt doch nochmal hier hin. Vielleicht finden wir hier irgendwo noch was. Waren wir hier unten schon? Hier waren wir auch schon. Oder kommen wir hier einfach zu dem anderen Bereich hier mit den explodierenden Kesseln und so. Hier waren wir auch schon. Ja, da oben ist nämlich, meine ich, dieser Seerosenteich. Da ist ein großes Schild, aber ich meine... wir gucken hier halt einfach nochmal hin, vielleicht. Vielleicht... vielleicht reicht das, dass wir da hochkommen? Wenn wir so weit springen? I doubt it. Okay, ja gut, ein Versuch war es wert. So, jetzt müsst ihr aber nicht alle, Hermine. Ich weiß, du bist gleich wieder ganz oben dabei. Mhm. ja, ich weiß nicht. Vielleicht kommen wir hier doch irgendwo weiter oder so, dass wir uns hier vielleicht noch ein Schild holen können. Oh mein Gott, das ist alles so schwierig. So. Mhm. Genau, hier sind nämlich diese Seerosen. Genau, und dann komme ich nämlich erst da hinten an das Schild. Aber dafür brauchen wir halt erst Kräuterkunde. Und Kräuterkunde können wir noch nicht machen. Können durch das Wasser gucken oder spiegelt sich? Das soll das Spiegelung sein? Wahrscheinlich. Oh Gott. So, ich habe keine Lust, das alles zu verzaubern. Wir rennen jetzt einfach und die anderen sind uns einfach mal kurz egal. Okay, okay, ja gut. Dass die aber auch immer so lange dann da noch stehen bleiben in diesem Feuer. Ja. So, wenn wir jetzt passend losrennen. Entschuldigung, es tut mir leid. Die anderen sterben halt gleich wieder. So. Hier waren wir schon. Und hier sind wir, glaube ich, irgendwo auch nicht mehr weitergekommen. Hello, ich würde gerne... Ja, genau. So. Toller Zauber, vielen Dank. Das ist irgendwie immer lustig, wie dieses Spiel versucht, einen aufzubauen, so vergebens. Okay. Das konnten wir löschen. Ich weiß, dass hier irgendwo noch ein Schild war, aber hier ist man noch nicht hingekommen. Ich sehe gerade diese Brücke da oben. Die sieht aus, als könnte man die da runterziehen.
Vielleicht funktioniert das ja. Ich weiß nicht, ob das von hier unten... Ja, natürlich. Natürlich ziehen wir diesen Block da hinten. Ich würde gern da oben diese Brücke umklappen, wenn es geht. Weil für mich sieht das aus, als könnte die das. Versucht, hinaufzuklettern. Das versuche ich. Ich weiß halt nur auch nicht, wie man an das Schild da oben kommt. Das ist, hier waren wir halt schon mal. Ich glaube, hier sind wir auch schon mal nicht weitergekommen. Aber wir versuchen es halt nochmal. Wir geben nicht auf. So. Ich sehe gerade, da ist noch so ein Augendingen. Kombi-Zauber. Aber das hatten wir auch schon. Okay, jetzt war nur die Frage, ich glaube, man konnte jetzt hier hoch. Genau so nehme ich. Mit Magic, ja. Wer hatte das vermutet? Warte kurz, richtige Taste finden. Warte. So. Oh mein Gott. Nee. Ich würde doch einfach nur gerne darüber. Was ist denn daran so schwierig? Ich glaube, letztes Mal haben wir das so gemacht, dass wir halt erst da hochgeklettert sind, quasi. Also erst auf diese kleine Vorstufe hier. So. Jetzt diesen Würfel hier hochzaubern quasi. Glaube ich. Weiß nicht, ob das sowas wird. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher. Entschuldigung, Ron. Ich glaube nämlich irgendwie nicht. Oh mein Gott, ist das... Warte, ich verkriech mich einfach mal in die hinterste Ecke. Genau, Hermine, geh du mal runter. Vielleicht klappt es dann, wenn wir hier nicht zu zweit stehen. Wow, ohne umzufallen. Ja, 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 ja. Das ist gut, das ist... Nein! Es hat so gut angefangen. Wehe, du kletterst jetzt da hoch. Wehe. So, warte. Wieder ein Stückchen weg von uns. Ja. Oh mein Gott. Das muss doch gehen. Wir fallen einfach alle einmal um. Immer dieser Gruppenzwang. So. Wingardium Leviosa. Ich drücke jetzt einfach mal gar keine Pfeiltasten. Mal gucken, was passiert, wenn sie dann alle zaubern. Vielleicht geht das ja irgendwie von alleine. Dann geht er halt erstmal nur nach oben. Ich stehe da jetzt aber auch gerade wirklich bescheuert. Aber warte, vielleicht funktioniert das so. Okay, Ron ist umgefallen, aber ich bin irgendwo noch dahinter. Ich müsste doch theoretisch... Ha! Jetzt da hochkommen. Super. So. Komme ich denn jetzt nicht auch... Erstmal wieder runter. Komme ich denn jetzt nicht auch hier hin? Bitte? Ah, ja! Gut. Nehmen wir das jetzt schon mit oder warte, ich versuche erstmal kurz hier auf die andere Seite hochzukommen. Nicht da einmal hin. Komme ich da so wieder hoch? Bitte, bitte, bitte. Oh nee. Ach, das ist doch alles doof hier. Oh, nee. Come on, bitte. Ich möchte nur diesen Block da oben, okay? Warum ist es denn so doof gemacht? Also, ehrlich. Im Ernst. Warum? Warum? Okay, wir holen den Block hier wieder runter. Wir benutzen den, um da nochmal hochzukommen. Und jetzt... Wir kommen immer noch nicht an den anderen, ne? Round 2. Ding, ding. Ja. Yeah. Versuchen wir den mühseligst wieder hier hochzukriegen. Fangen genauso bescheuert an wie eben. Ach, Ron. Ach, komm. Ach. Nee. Oh, nee. Oh, nee. Das, nee, so funktioniert das nicht, wenn wir alle drei hier oben stehen. Das wird nix. Es ist wirklich manchmal einfach nur anstrengend, ne? Ich hatte so gute Laune, als ich hier angefangen habe. Imorgne mehr. Ich. Geh bitte, Hermine, könntest du auch? Ja, danke. Nee, nee, weg, weg. Runter. Herr, schenke mir Kraft. Danke. Wie wagt ihr es euch, hier jetzt hochzukommen?
Vielleicht. Warte mal. Nee, das macht ja gar keinen Sinn. Der stand ja vorher auch schon hier oben. Man kann hier vielleicht so hochklettern ohne den Würfel. Aber solange wie der Würfel hier steht, kann man da nicht hochklettern. Das heißt, es bringt doch nichts, jetzt runterzugehen. Oh mein Gott, und diesen Würfel da hochzuholen. Es ist einfach nur wirklich nervenzehrend. Bitte, 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 nur noch in die richtige Richtung kippen, bitte. Warum hängt der da so schief? Ich weiß nicht mal, wie ich das gerade gemacht habe. Ist hier vielleicht irgendwo noch so ein Block, noch so ein Ding, in dem wir bewegen können, zufällig? Das kann doch nicht sein, dass es so schwer gemacht ist. Also auch so doof halt einfach. Also ehrlich mal. Es ist mir jetzt... Also, egal. So, jetzt machen wir nämlich auch... Jetzt machen wir halt alles richtig, okay? Jetzt machen wir auch die Feuerspeier hier aus. Vielleicht ist das ja Sinn und Zweck der Sache. Ach, das Spiel hatte ich ja richtig gern. Oh mein Gott, ja, das glaube ich auch. Anders kann es halt einfach auch gar nicht sein. So, bitte sterben eine Runde. Ich hätte einfach gleich dieses Schild mitnehmen sollen. Aber hier ist halt auch... Oh, warte, doch, doch, doch. Wir sind doch mit zum Teil hier hochgekommen. Können wir den hier hochheben? Geht das? Ist das möglich? Ich glaube, das habe ich mich schon mal gefragt, oder? Kann das sein? Bitte. Nicht darunter. Nur in die Richtung. Nee, das geht nicht. Nee, schade. Jetzt wirklich nicht? Jetzt hoch die Kamera? Nee. Komm wieder hoch, komm wieder hoch, komm. Brauch halt nur diesen grünen Funken da drüber, ne? Mehr müsste es halt nicht sein, aber es geht ja anscheinend nicht. Nee. Wingardium Leviosa. Ich hätte den gern hier oben. Das würde halt das Leben einfacher machen, wirklich. Aber es sei uns nicht gewährt. So, dann rennen wir halt jetzt nochmal zurück und versuchen, diesen komischen Würfel dahin zu kriegen. Ach, nee. Ich habe irgendwie auch das Gefühl, ich weiß nicht, ich frage mich halt die ganze Zeit, das kann doch nicht sein, oder? Dass es so schwer ist, den da hinzukriegen. Also ich habe halt ehrlich den Verdacht, ich stelle mich halt gerade einfach wieder ultra zu blöd an. Aber, ach Ron, das Tor ist doch schon offen. Ja, oh Gott, wir wissen, dass du das gerne aufmachst. Nur mal gucken, ob sich hier irgendwo vielleicht noch so ein Block oder irgendwas versteckt, wo man vielleicht hochklettern kann. Eventually. Ach mein Gott, wir bleiben aber auch immer genau so stehen. Vielleicht passiert ja auch was, wenn wir mal alle Wasserdinger ausmachen. Also, genau. Wasser. alle Feuerspeier-Dinger da. Aber irgendwie auch nicht so richtig, ne? Nee. Weil ich sehe halt auch, da oben ist halt auch nichts mehr, ne? Also, selbst wenn wir es auf die andere Seite schaffen, da drüben ist halt nichts mehr. Also da, wo ich dachte, dass man die Brücke umklappen kann, da ist halt nichts. Oh, ist halt nicht mehr. Müssen wir vielleicht... Meine Bildschirme sind gerade weg. So, jetzt sind sie wieder da. Dann müssen wir vielleicht von hier drüben nach da drüben. Would this be? Kommt man denn hier hoch? Auch nicht. Aber vielleicht kommt man hier eher hoch. Vielleicht ist das ja der Weg. Vielleicht versuchen wir es mal. Maybe. Leute, wir haben eine Mission. Weil ich meine, hier ist halt deutlich mehr Platz als da drüben. Und irgendwozu muss das doch hier gut sein, oder? Wo sind denn alle, wenn man sie mal braucht? So. Ein zweiter Bildschirm hat sich gerade schon wieder verabschiedet. Ich hoffe... Man sieht mich noch, man hört mich noch und überhaupt gucke ich gleich mal, dass wir das sonst wieder hinkriegen. So, beziehungsweise... Oh mein Gott. Oh ja, es ist in Ordnung. Du bleibst halt eben kurz auf dem Boden. Ja, ich habe gerade schon versucht, da hinzukommen. Ich muss mal kurz eben schauen, dass ich mein HDMI-Kabel hier wieder reinkriege. Einen kurzen Moment. A few inches later. Ah. Oh. Jetzt sind wir ein bisschen sehr klein. Wo ist denn alles hin und wo ist mein Ton hin vor allen Dingen?
Moment. Ach nee, jetzt muss ich hier raus, oder? Ihr müsst euch vorstellen. Ich weiß halt nicht, wie das hier gerade aussieht, ne? Ich sehe auch meine OBS nicht mehr und ich kann ja meine Mauszeiger hier nicht rausbewegen, oder? Kann ich? By any chance? Passiert überhaupt noch irgendwas? Ach ja, okay, es passiert noch was, alles klar. Ich höre aber auch gerade die Musik nicht mehr. Ich habe den Verdacht, wir müssen einmal kurz, kurz raus hier. Alle Fortschritte gehen verloren. Ja, muss ich leider. Ich kann so nicht. So kann ich nicht arbeiten. Later that same evening. Ich hab's angefasst. Ich höre wieder was. So. Cool, cool, cool. Okay, okay. Ja, ist gut. Danke. So. Okay. Jetzt, da wir wissen, dass es vielleicht einen anderen Weg gibt, gehen wir doch schnell nochmal dahin. Okay, jetzt ist es ein bisschen laut. Das ist ein bisschen zu laut. Jetzt ist mein zweiter Bildschirm wieder weg. More moments later. So, Musik da, Bild da. Jetzt fasse ich hier nichts mehr an. So. Wir wollen gerne ins Hogwarts-Gelände. Mal wieder. Und jetzt müssen wir aber den ganzen Weg wieder dahin laufen. Und wisst ihr, was ich lustig finde? Weißt du, gerade sparen sie einfach so hardcore mit diesen Blöcken und hier hast du halt einfach drei und brauchst aber eigentlich auch nur zwei, um da hochzukommen. Also. Wait a minute. Wieder oben. Geht doch. Guck mal, wenn wir den jetzt so etwas weiter in die Mitte bewegen, müssten wir doch da hochkommen. Oder? Perfekt. Oh mein Gott. Ja. Bin ich eigentlich komplett bescheuert? Hier ging's doch gar nicht weiter. One eternity later. Feuer gelöscht. Jetzt versuchen wir es gleich. Mal raufzuklettern. Ja, wir versuchen mal raufzuklettern. Wir haben es zwar gerade eigentlich schon geschafft, aber wir versuchen es nochmal auf dem offiziellen Weg. So, mein Zauberstab mir dann wieder gehorchen möchte. So. Okay, und jetzt bitte einmal Köpfe einziehen. Ich möchte niemanden fallen sehen. Wir versuchen eben kurz den hier... Nee, noch nicht da hoch, weil wir brauchen den ja, um da hoch zu klettern. Und das ist garantiert zu weit weg. Ich frage mich halt auch, warum man den nicht einfach verschieben kann. Multiplayer wäre wahrscheinlich wirklich ganz witzig. Ja, ich glaube auch nur. Ich glaube nicht, dass man irgendwie dieses Jahr noch so großartig Spieler findet. Oh mein Gott. Ich glaube, meine Wohnzimmerlampe ist gerade von der Decke gefallen. Einen kleinen Moment, ich muss mal eben gucken. man muss dazu sagen, sie wurde mit Heißkleber an der Decke befestigt. Ich muss mal eben gucken, ich glaube, meine Deckenlampe ist gerade von der Wand gefallen. Kleinen Moment eben. Eventually. Meine Wohnzimmerlampe liegt jetzt auf meinem Wohnzimmertisch. Ach ja, scheinbar ist heute wirklich Freitag, der 13. Also, so richtig. Mit allem, was dazugehört. Klingt nach einem guten Kleber. Ja, ich weiß auch nicht, wie man die hätte besser befestigen sollen. Ja. Wir bedanken uns bei meinem Freund. ja, der hatte die großartige Idee. Also er hat mich heute gefragt, was glaubst du, wie diese Lampe da oben an der Decke hält? Und ich war nur so, keine Ahnung, du. Ich weiß halt, dass es eigentlich ist, das keine richtige Deckenlampe. Das ist halt so eine lange Tafel, nur mal so. Und die kann man eigentlich nicht irgendwie an die Decke anbohren oder so festschrauben oder sowas. Und kann man diese Blöcke nicht einfach schieben? Das wäre so viel einfacher. Ja, jedenfalls hat er die halt quasi erstmal nur provisorisch angeklebt, damit wir überhaupt wieder Licht im Wohnzimmer haben. Und jetzt... Oh, das könnte funktionieren. Jetzt haben wir ein großes Loch in der Decke und eine Lampe, die davon runterhängt. Also es hat ganz genau einen Tag gehalten. Toll. Ach komm, das ist doch richtig, oder nicht? Bitte. Ich meine, ich sehe, was die vorhatten.
man soll hier rüber, man soll diese Brücke sich holen, da, also da ausklappen und dann soll man den anderen Block darunter setzen, damit man zu dem Schild kommt. Oh Mann. Ich hatte auf YouTube ein paar Leute in den Kommentaren, die tatsächlich gesagt haben, dass das hier ihr Lieblingsspiel ist. Ich kann es beim besten Willen nicht nachvollziehen. Können wir irgendwie diese Blumenpette... Warte, können wir den vielleicht hier rüberstellen? An die andere Seite? Vielleicht funktioniert es ja hier drüben. Also, weil es ist halt so kompliziert. Weißt du, es gibt halt wirklich einen Weg, wie du das machen kannst, gefühlt. Wenn du diesen Weg nicht wählst, dann geht's halt gar nicht. So, und das liebe ich halt so an Spielen wie zum Beispiel Zelda Tears of the Kingdom oder so. Dass du einfach 3000 Möglichkeiten hast, irgendwas zu schaffen oder so. Du kannst kreativ werden. Und dieses Spiel ist so, was, du willst es anders machen, als wir es uns einmal ausgedacht haben? Nein, funktioniert nicht. Tut mir leid. Das wird absolut nichts. Maybe von vorne. Ja, genau. Ron, du machst das ganz toll. Ja, und fallen in 3, 2, oh, langsam. Entschuldigung, Harry. Aber guck mal, der Würfel steht jetzt perfekt da. Wehe, du rennst da runter. Danke. Wow. So, jetzt gehen wir tatsächlich mal den ganz offiziellen Weg. Dass wir darauf noch gekommen sind. Ich bin ja sowas von stolz auf mich. Come on. Danke, Ron. Ein wahrer Freund. So. Es ist wirklich, man merkt, wie anstrengend das ist. Das kann doch nicht sein, dass es so langsam geht. Ich meine, mehr als C drücken. Kombi-Zauber. Mehr als C drücken und das in die Richtung. Man kann ja nicht noch fester drücken. Also. Come on, wir versuchen das nochmal. Nee. Also, das Tor hätte ich gerne. Bitte. Ah, ganz kurz vor dieser grüne Punkt da. Nochmal bitte. Ah, jetzt. Der echte Weg ist doch zu einfach. Ja, ich glaube auch. Wir hätten uns vorhin einfach wirklich das Schild nehmen sollen. Einfach nur das Schild nehmen. Wirklich. Das, also, es hätte niemandem wehgetan. Wir hätten nicht so lange warten müssen, bis dieses Tor unten ist. Ron. Also, ich weiß, also du siehst gut aus, wenn du so dastehst, ne? Aber ich wäre dir so richtig verbunden. Das wäre echt große Hilfe, wenn du mir helfen würdest. Ah, nein, hier, komm, jetzt geh nicht wieder da runter. Wir hatten eine Mission, hast du das vergessen? Nur weil man es einmal nicht schafft, heißt nicht, dass man danach gleich aufgeben muss. Danke dir. So, jetzt guck mal, es bewegt sich. Wir schaffen das, nicht aufhören. That's what she said. Come on. Nur noch ein kleines bisschen. Ja! Ja! Wir schaffen das! Das gibt mir halt Hoffnung, dass Hermine doch nicht dabei sein muss. Anscheinend traut die sich nicht hier hoch oder chillt halt da unten irgendwo. Die chillt da unten und kommt nicht hoch. Ach, sie chillt halt noch da ganz unten. Aber es bewegt sich ja, wenn wir beide das ziehen. Oh nee, wenn das jetzt daran hängt, dass Hermine da unten noch ist. Dann wird es hier gar nichts mehr. Oh, das klingt, als würde sie es schaffen. Als würde sie irgendwo hochklettern. Ah, da ist sie. Come on, Hermine, mach mit. Bitte, bitte. Ach, es reicht ihre bloße Anwesenheit, damit das funktioniert. So. Jetzt müssen wir nur noch... Oh mein Gott, warum laufen wir denn so über diese Brücke? Jetzt müssen wir nur noch... den nach hier unten kriegen. Damit wir nachher genauso weit sind. Oh, nicht ganz so weit. Nicht ganz so weit weg. Damit wir nachher genauso weit sind wie vor 20 Minuten schon. So. Okay. Ah. Genug. Reicht. Nach da oben bitte. Danke. So. Ah, wir haben explodierende Kessel freigeschaltet. Ich weiß ja, was wir als nächstes machen. Wir sind heute nämlich mal ganz mutig. Was soll heute noch schief gehen? Ja. Gucken wir doch mal, was diese Herausforderung so mit sich bringt. Vielleicht, ich weiß nicht, ich habe irgendwie so die leise Hoffnung, dass sie doch irgendwie noch ein bisschen besser ist als alle anderen, die wir bisher hatten. So ein bisschen. So, nur so ein bisschen Hoffnung habe ich so. Bisschen. So. Okay.
Also, in dem Sinne, danke fürs Zugucken. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Und bis zum nächsten Mal.